Hallo, ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute möchte ich dir zeigen, wie du diesen luftig zarten romantischen Choker ganz einfach selber machen kannst. Also bleibe dran. Du benötigst eine Spitzenbordüre. Diese hier ist von Nanunana, gibt es aber mittlerweile überall zu kaufen. Sie hat eine Breite von 2 cm. Dann benötigst du noch 2 Endklemmen, Ringel 5 mm im Durchmesser, Nietstifte, Kette, einen Karabiner, 2 Flachzangen, eine Rundzange, einen Seitenschneider, Perlen, Kleber und eine Schere. Der Choker hat eine Gesamtlänge inklusive Verschluss, wenn er am engsten geschlossen ist, von ca. 32 cm. Öffne einen Ringel entgegengesetzt und hänge ihn in die Öse der Endklemme ein. Dazu hängst du den Karabiner und schließt den Ringel wieder. An die zweite Endklemme hängst du in den Ringel das Verlängerungskettchen und schließt den Ringel wieder. Hake den Karabiner in die Öse, die am nächsten zum Klemmblech ist, ein und messe den Bereich zwischen Ende Klemmblech und Anfang Klemmblech. Bei mir sind es 2 cm. Diese Zentimeter für den Verschluss ziehst du von den 32 cm Gesamtlänge ab und schneidest die Bordüre entsprechend zu. Hier hat die Bordüre eine Länge von 30 cm. Da meine Klemmbleche eigentlich nicht breit genug sind für die Bordüre, muss ich die Seiten der Spitze zusammennehmen und dann in das Klemmblech geben. Eleganter sieht es natürlich aus, wenn die Bleche genauso breit sind wie die verwendete Bordüre. Ich muss aber erst wieder welche kaufen. Und ich finde, es geht auch so. Wenn du dann möchtest, kannst du in das Klemmblech zusätzlich ein wenig Klebstoff geben. Das gibt dann noch ein bisschen mehr Sicherheit. Achte darauf, dass beide Seiten gleich ausgerichtet sind. Schneide 2 Stück à ca. 5 bis 6 cm von deiner Kette zu. Öffne alle Ringel und bestimme die Mitte der Kette. Dort hängst du dann den ersten Ringel ein und schließt ihn wieder. Danach fädelst du eine Perle auf den Nietstift und schneidest den Stift ca. 1 cm nach der Perle ab. Biege den Draht im rechten Winkel zur Seite weg. Fasse die Spitze mit der Rundzange und biege den Draht um die Zange herum zur Öse. Nun hängst du zuerst ein Kettenstück ein, dann die Öse in den Ringel und wieder ein Kettenstück und biegst dann die Öse zu. Du bestimmst jetzt, wie stark die Ketten durchhängen sollen und befestigst sie dann links und rechts im gleichmäßigen Abstand mit Ringeln an der Bordüre. Fädele weitere Perlen auf deine Nietstifte auf, wie auch schon vorher, und hänge 2 Perlen in die seitlichen Ringel. Zusätzlich kannst du noch weitere Perlen auffädeln und in die Bordüre einhängen. Und schon ist dein romantischer Choker fertig. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Nachbasteln. Hat dir das Video gefallen? Dann gib mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Klickst du dabei auf die kleine Glocke, wirst du immer gleich informiert, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und wenn du Lust und Zeit hast, dann schicke mir Fotos von deinem Choker. Darüber würde ich mich riesig freuen. Bis dahin, ganz liebe Grüße, deine Ann-Christine.